tatsächlich zu diesem Abend begrüßen, hier in den Räumlichkeiten der Freien Evangelischen Gemeinde in Karlsruhe. Mein Name ist Kai Stöbesand und ich möchte Ihnen erstmal ein bisschen erklären, worauf Sie sich heute Abend eigentlich eingelassen haben. Es geht heute Abend um Kultur. Es geht um Kunst. Und es soll ein Abend sein für Ihre Sinne. Die Kunst ist ja in unglaublich vielen verschiedenen Facetten zu erleben. Heute vertreten durch die Malerei, vertreten durch die Poesie, vertreten durch den Tanz und durch die Musik. Ich möchte auch die Künstler vorstellen, etwas zu dem kurz erzählen, was sie gemacht haben, wo ihre Schwerpunkte sind. Wir werden es nachher erwachsen, noch kurz kennenlernen. Heute soll aber eigentlich, und das haben die Künstler angeregt, ein Experiment stattfinden. Und zwar sollen diese eigenen Kunstfraktionen nicht nebeneinander stehen, wie es sonst oft der Fall ist, sondern hier soll heute alles zu einem großen Ganzen werden. Damit Kunst wirken kann, muss man sich hier der Kunst öffnen. Damit ein Bild wirken kann, muss man sich mit seinen Sinnen diesem Bild zuwenden, vom Bewusstsein her sich diesem Bild öffnen, dann passiert etwas. Und ich möchte Sie einladen, sich heute auf die Künstler und auf dieses Experiment einzulassen, dass nämlich die Künstler sich gegenseitig inspirieren, sich auch gegenseitig interpretieren. Also, so wird zum Beispiel Annette Kohlbringer mit ihrem Tanz versuchen, das zu interpretieren, was der Volker Kunz am Klavier spielen wird. Und so werden sich alle gegenseitig etwas motivieren, inspirieren. Jetzt möchte ich kurz vorstellen, ich beginne die Deko abzubauen. Ich bin beim einzigsten Mann, den Volker Kunz. Er ist Musiker, er ist Musikpädagoge, er ist Produzent und er wird uns heute, denke ich, mit Klängen auf der Gitarre und vom Klavier bezaubern. Bezaubern ist das Stichwort, meine liebe Frau steht oder sitzt neben mir und wird uns mit ihrer Stimme verzaubern. Annette Kohlbringer. Annette Kohlbringer ist Tänzerin, auch Tanzpädagogin und ich bin sehr gespannt, wie sie heute versucht, das in der künstlerischen Darstellung umzusetzen, was musikalisch geboten wird. Herausfordernd für den Geist, für das Mentale, auch für das Geistliche ein Stück weit, ist Doro Zachmann. Sie ist Autorin und wird uns mit Gedichten und Versen der Poesie zücken. Und zu guter Letzt, Eva Ballock ist Künstlerin, hat ein Atelier am Hübner Tor. Jetzt wünsche ich Ihnen einen inspirierenden und schönen Abend und euch gutes Gelingen. Wir sehen uns wieder zur Pause. Und die Menschen,
selbst zu Hause. Geist und Sinne halte ich wach, zu nehmen und zu genießen, was dieser Moment mir schenken will. Good.
Herze will ich aus Liebe entflammt leidenschaftlich blühen, weich werden, mich formen lassen, durchscheinend sein, fröhlich flackern und mich immer wieder neu am Licht des Lebens entzünden. Knisternd will ich Spannungen ertragen, standhalten, wenn es weht. Auch mal husten und zischen, ohne ihn dabei verletzende Funken zu sprühen. Mich jederzeit nach oben ausrichten, wahrhaftig kerzengerade sein. Ich möchte andere anstecken mit meinem Leuchten, ihnen Wärme geben, Dunkles erhellen. Mich gehalten wissend, will ich glücklich brennen und einfach so zufrieden dahinschmelzen. Thank you.
satt, sicher und zufrieden. Die Tasse Kaffee am warmen Ofen genießend, lese ich in der Zeitung. Grausamkeit und Verzweiflungstat. Von Arbeit und Obdachlosigkeit. Von Erdbeben und Flutwelle. Von Krankheit, Unfall und vielen Schrecken mehr. Tausendmal gehört, tausendmal weitergeblättert. Heute rumort mein Magen, stottert mein Herz, kapiert mein Gehirn. Obwohl mein Leben in geordneten Bahnen verläuft, binnen Sekunden völlig entgleisen. Letztlich habe ich überhaupt nichts im Griff. Nicht mal meinen nächsten Wimpernschlag. Was bleibt mir, wenn mir alles genommen wird? Was trägt mich, wenn alles ins Wanken gerät? Was fängt mich auf, wenn das Leben mich fallen lässt? Auch wenn alle Stricke reißen, du lässt mich nicht los. Lass mich diese Gewissheit erleben und festhalten, besonders dann, wenn ich es am meisten brauche. Be there when I'm weary and broken. Will you?
Danke, Hedwig.
Glaube, dass das schon alles war? Hab den Mut, Neues zu wagen. Glaub mir, ich habe noch viel mit dir vor. Vertrau mir ganz. Breite deine Flügel aus, die ich dir haben wachsen lassen. Und flieg. Hab keine Angst. Ich bin der Wind, der dich trägt. To fly to the end.
So, nachdem Sie die Talente der einzelnen Interpreten etwas kennenlernen durften, geht es nach der Pause in einem Element darum, Sie so tatsächlich Höchstleistung anzusprechen. Das hätten Sie nicht alles gegeben bisher. Also, für die Höchstleistung, da brauchen wir ein paar Wünsche. Wem das zum Beispiel bisher zu langweilig war, wem das zu balladenhaft war, der kann sich mal so ein richtiges Doppelwetter wünschen. Oder jemand träumt davon, in der Hängematte zu liegen, zwischen seinen Partnern und einer Karibik. Diese Wünsche sammeln wir, 6 Stück an der Zahl. Die Interpreten, die Künstler werden diese Wünsche mit in die Pause nehmen, überlegen, wie sie das aufbereiten und uns dann nachher darstellen. Während Sie sich das jetzt überlegen und ich gleich durch die Reihen gehe und 6 Wünsche sammle, vielleicht ausgeschlossen sind so 6-10, ich glaube, das wird zu herausfordernd. Aber ansonsten, denke ich, sind keine Grenzen direkt für uns. Also, während Sie jetzt überlegen, möchte ich Sie noch herzlich einladen. Ich glaube, die Küche hat ein wenig den kulinarischen Bedarf wieder aufgedeckt. Der war ziemlich abgegrast zwischendurch. Also, ein paar Häppchen sind durchaus noch zu erwerben. Und wem das Ganze gut gefallen hat bisher, kann sich auch etwas mehr über den Künstler informieren. Hinten an den Wänden sind Tische, da sind einzelne Bücher zum Beispiel, Kunstwerke ausgestellt. Anzumerken ist, dass der Volker Kunz leider seine CD-Sammlung zu Hause vergessen hat, aber er hat die 7 da hinten hingelegt und man kann sie sicherlich per E-Mail kontaktieren. So, wer hat spontan, macht mal kurz das Licht ein bisschen zu weit, sonst sehe ich keine Anmeldung. Wer hat einen Wunsch? Wo? Oh, prima. Sprich. Was Jessie ist. Okay. Wer noch? Hinter dir. Okay. Eine Bienenstock hätte ich Interesse. Oh. Eine Bienenstock. Merkt sich das auch von euch? Ja. Ja. Ein freches Lied. So richtig frech. Gut. Nummer 4. Familie Huf hat sicherlich einen Wunsch. Soll ich Sie oder ihn fragen? Das ist Frühlingszeit. Frühlingszeit. Was wird die Jahreszeit? Morgen ist 38, wie 28, 18 Grad. So, Nummer 5 oder 6? 5. Ja? Lichtblicke. Und ein letztes, vielleicht nochmal eine Frau. Ja? Yes! Ja. Ich habe es gehofft, dass es eine Frau. Ich unterstütze das 2 Striche. Ein orkanartiges Doppel. Hervorragend. So, Wünsche haben wir gesammelt. Jetzt heißt es Pause machen, 20 Minuten. Das heißt, wir sehen uns um 8:45 hier wieder.
Ja, Wege gehen ist schon was ganz Spannendes. Und ich möchte jetzt zwei Texte lesen, die ich, also bei denen ich mich durch Bilder inspirieren habe lassen. Ja, unterschiedliche Wege. Zuweilen frage ich mich entrüstet, warum du ausgerechnet mir diesen steinigen Weg zuweist. Warum du die Felsbrocken nicht einfach zur Seite rollst, die meine Sicht und meinen Weg versperren. An dir zweifelnd gehe ich los und merke, wie mir Mut zuwächst, von Schritt zu Schritt, weil du es mir zumutest. Wie mir Kraft wächst, bei jedem Hindernis, das ich überwunden habe, weil du mich kräftigst. Mein Vertrauen wächst. Du lässt mich nicht allein. Über Stock und Stein gehst du mit mir. Und wenn ich stolpere, dann ist es deine Hand, die mich wieder sachte auf den Boden stellt. Kaum zu glauben, aber wahr. Mit dir kann ich wirklich über Mauern springen. Ja, und da denke ich, gibt es ja auch Situationen in unserem Leben? Es gibt auch Situationen in unserem Leben, oder die habe ich schon erlebt, da wollte ich es eigentlich gar nicht so bequem haben. Will ich eigentlich immer geradeaus gehen und gar keine Steine überwinden müssen? Manchmal will ich doch überhaupt nicht gerade Wege gehen. Ich möchte ausbüchsen. Neben der Spur. Manchmal möchte ich aus der Reihe tanzen. Vorgegebene Bahnen verlassen, die Linie durchkreuzen, eigene Muster entwerfen, neben der Spur gehen, Grenzen überschreiten. Danke Gott, dass ich wissen darf, du hast für mein Leben einen Plan, lässt mir dabei aber Spielraum zum Gestalten, Freiheit zu entscheiden, die Möglichkeit zu wählen, das Meine aus Deinem zu machen. Herr, hilf mir bei allem Ausprobieren, hinauswachsen, selber machen wollen, deine Richtschnur im Auge zu behalten, damit ich nicht die Orientierung verliere für mein Leben. Herr, an dir allein will ich mich immer wieder neu ausrichten.
Annette sich jetzt kurz umzieht und wir zu dem Improvisationspart kommen, möchte ich gerade noch ein paar Sätze dazu verlieren, was gerade eben passiert ist, nämlich, das war so nicht abgesprochen. Also, der Volker wusste im Grunde nur, dass es da drei Elemente geben wird und so der Beginn so ungefähr und den Rest, da hat jetzt diesmal sich der Volker musikalisch inspirieren lassen von der Bewegung und von dem, was die Annette jetzt gerade eben gemacht hat. Also wir wussten jetzt auch nicht, was kommt. Und ganz ähnlich wird es auch jetzt gleich in dem Element und wir wollten einfach damit Mut machen, auch ja, neue Wege zu gehen, also nicht nur das dass wir sie gehen, dass wir uns trauen, sondern dass es vielleicht auch was Inspirierendes ist, das selber auch mal auszuprobieren, ins kalte Wasser zu springen, nicht immer genau zu wissen, was kommt da. Genau, und jetzt wollen wir mal umsetzen, was wir aus dem Publikum an Wünschen haben und wissen auch noch nicht, was jetzt passiert, so genau, aber wir haben uns eine Reihenfolge überlegt und anfangen wollen wir mit einem jazzig frechen Bienenstock. Thank you.
wie soll es auch anders sein, probieren wir uns natürlich an dem orkanartigen Donnerwetter mit anschließendem Lichtblick. Entgleist. Wäre mir nicht so eng ums Herz, ich müsste direkt schmunzeln über die freche Selbstverständlichkeit, mit der du ruhig und zufrieden auf meinem Bauch schläfst, während ich hellwach und voller Ängste dich weinend streichle
einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll. Schließlich hast du von einem Moment auf den anderen mein Leben vollkommen aus der Bahn geschmissen. Down-Syndrom. Mondgesicht. Schlitzaugen. Stirnacken. Affenfurche. Stummelfinger. Schwachsinn. Idiotie. Von welch monströsem Wesen ist in der Literatur nur die Rede? Frage ich mich. Menschenkind zärtlich betrachtend, mit demselben Etikett versehen. Herzoperation. Ich hatte dir zuvor all meine Liebe in Kraft Herzoperation. Ich hatte dir zuvor all meine Kraft in Liebe gegeben, um dich stark zu machen für diesen entscheidenden Moment. Mir selbst blieb nur die bedingungslose Hingabe in grenzenlosem Vertrauen an Kräfte, die weitaus größer sind als ich, um nicht an meiner mich würgenden Angst zu ersticken. Was zählt? Ich bräuchte stärkere Arme, dich zu halten. Drei Paar Augen, dich nie aus dem Blick zu verlieren. Schnellere Beine, dich vor der Gefahr zu retten. Mehr Entspannung, die Anstrengung besser zu verkraften. Ruhige Tage, diese unruhigen Nächte durchzustehen. Mehr Geduld, dir deine Zeit zu lassen. Und noch vieles mehr, um dir gerecht zu werden. All dies habe ich nicht genug. Doch, was ich dir reichlich geben kann, ist meine Liebe, die mich dich tragen lässt. Wie alt bist du? 6 Monate, meint die Einsichtsfähigkeit. Okay. Oh, etwa ein Jahr, schätzt der Schließmuskel. So um ein Dreiviertel, sagt die Sprache. Gerade mal 2, entscheidet die Vernunft. Ach was, schon 3, ist sich die Geschicklichkeit sicher. Ja, genau, finde ich auch, stimmt das soziale Verhalten zu. Nein, auf jeden Fall 4, lässt die Grobmotorik verlauten. Exakt 5 Jahre und 7 Monate, rechnet der Kalender vor. Ach, das ist Quatsch, mindestens 8, behauptet die Selbsteinschätzung. Ja, was stimmt denn nun? Fragt das Gegenüber. Jedes für sich, stellt die Beobachtung fest, von allem etwas und noch viel mehr verrät deine Ausstrahlung. Friedenspolitik. Die Welt hätte ein viel freundlicheres Gesicht, gäbe es mehr Menschen mit deiner Gabe, dem anderen ein Lächeln zu entlocken, das seinen Wohnsitz in der Seele hat. Verkehr.
Advent. Du, der du als eingeschränkt gilt, besitzt die Gabe, ganz und gar zu lieben, ohne jede Einschränkung. Eine mir oft gestellte Frage: Hast du es vorher gewusst? Inzwischen höre ich daraus die nicht ausgesprochenen, aber eigentlich beabsichtigten Worte: Hättest du dieses Kind abgetrieben? Ich kann sie nicht beantworten, denn das Leben hat mich nie vor diese Frage gestellt. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Stefan, ich kann nur 5 Minuten nachdenken, wenn die Kassette einklingt. Wie sehr sich Dr. Pieper bemüht, seine Erklärungen völlig sachlich
und ohne jede Spur von Besorgnis abzugeben. Immer wieder wirft er ihm ein künstliches Lachen zu, damit dieser sich nicht ängstigt. Jonas sitzt einfach nur neben mir, ist vollkommen still, beobachtet uns beide. Als er mir seine Hand überstreckt, weiß ich nicht, ob es eine Geste des Tröstens oder des Hilfesuchens ist, aber es fühlt sich gut an, eine Hand halten zu können, zu streicheln und gestreichelt zu werden, zu drücken und gedrückt zu werden. Dr. Pieper ergänzt: Ich werde nun in der Klinik in Freiburg anrufen, die die Operation durchführen soll, und mich mit dem Professor beraten, ob er die Situation ebenso einschätzt wie ich. Bitte nehmen Sie so lange noch einmal draußen Platz. Ich rufe Sie dann wieder herein, sobald ich Ihnen mehr sagen kann. Auf dem Gang frage ich Jonas, was er verstanden hat. Er hebt die Schultern, schaut mich mit seinen großen mantelförmigen Augen fragend an. Ich erkläre ihm, dass er vielleicht noch einmal operiert werden muss. Wie Opa? Ja, genau, wie Opa. Mein Vater bekam vor ein paar Jahren zwei Beinbrüche gelegt und Jonas war öfter mit dem Krankenhaus zu Besuch. Opa, auch großer Narbe hier, gell, Mama? Jonas hebt wieder sein T-Shirt hoch und streicht über die 20 cm lange weiße knubbelige Narbe, die seine Brust längst ziert. Papa, Opa-Sohn? Nein, Papa hatte noch keine Herzoperation. Du? Ich hatte auch noch nie eine. Oma? Nein. Auch bei seinen drei Schwestern, Maren, Eliane und Katharina, verneide ich. Oh Mann, oh, immer ich, beschwert sich Jonas und schaut die Tür zu Boden. Da kommt mir die zündende Idee und ich sage: Joni, heute Morgen, da hattest du doch Schwimmen in der Schule. Überleg doch mal, welches Kind noch so eine große Narbe auf der Brust hat wie du? Da ich die meisten Kinder der Sonderschule kenne, weiß ich von einigen Herzkrankheiten. Auf kurzes Stirnrunzeln und angestrengtes Nachdenken folgt das große Aha und große Erleichterung. Jonas zählt 5 Kinder auf seiner Schule auf. Oh, puh, jetzt strahlt mein Sohn wieder, weil er nicht allein mit dem Problem auf der Welt ist. Und damit ist das Thema für die uns auch erst einmal wieder gegessen und er greift zu dem angefangenen Probegift. Ich bin wieder einmal verblüfft, erleichtert und voller Bewunderung, wie sorglos und unverkrampft Jonas den größten Herausforderungen seines Lebens entgegenschauen kann. Während ich mit meinen widersprüchlichen Gefühlen kämpfe und meinen Gedanken nachhänge, biegt plötzlich ein Mann in gelber Latzhose, buntem Hemd, roter Pappnase um die Ecke und kommt direkt auf uns zu. Jonas legt sein Heft zur Seite und ruft: Anklauen! Also es ist das Natürlichste der Welt, dass inmitten eines weiten Krankenhausflurs plötzlich ein Clown vor einem steht. Der Clown macht mit Jonas Scherzen und verblüfft ihn mit Zaubertricks. Kurz darauf stehen weitere Kinder und Mütter um die lustige Person herum und es gibt viel zu lachen. Ich bin so dankbar für diesen Clown, der einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist und mein Kind nun ablenkt, ja, fröhlich macht und der ganzen Situation das Schwere nimmt. Da geht die Tür des Behandlungszimmers wieder auf und Dr. Pieper winkt uns zu sich. Jonas Kommentar ist eindeutig: Mama, geh nur. Ich lieber wir, weil Clown ist besser für mich. Ja, lieber, ich würde auch lieber dem Clown bei seinen Späßen zusehen, als mich der brutalen Wirklichkeit stellen, die in diesem Moment einen weißen Arztkittel trägt und mir unschöne Sachen sagt. Als ich mit Dr. Pieper allein im Zimmer bin, ist seine Miene nicht mehr so aufgesetzt, fröhlich wie vorhin noch in Jonas Weise. Nun kann er ohne Beschönigung reden und meine vielen Fragen klar und deutlich beantworten. Der Professor der Freiburger Klinik teilte seine Einschätzung, dass Jonas Herzzustand sich sehr verschlechtert habe und eine Operation unumgänglich sei. Er möchte ihn aber selbst noch einmal untersuchen und hat dafür einen Termin in 5 Wochen vorgeschlagen. Dann soll die Entscheidung getroffen werden, ob und wann Jonas operiert wird. Das ist jetzt keine hochakute Sache. Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass Ihnen Ihr Sohn von einem Moment zum anderen tot umfällt. Aber es ist eben eine deutliche Verschlechterung nachzuweisen. Und die kommt auch nicht von allein zum Stillstand, sondern wird sich weiter ausdehnen. Deshalb
muss man in den nächsten Monaten unbedingt handeln. Déjà-vu, das habe ich doch alles schon einmal erlebt. Ich frage auch noch nach den Erfolgsaussichten dieser zweiten Operation und Dr. Pieper macht mir verständlich, dass ich kein Wunder erwarten dürfe, da Jonas Herz von Geburt an ziemlich missgebildet sei. Mir ist ganz schwindelig, als ich den Raum verlasse. Mein Sohn, der, wie ich gerade erfahren habe, schwer krank ist, klatscht sich im Moment vor Begeisterung auf die Schenkel und lacht laut über den Witz eines Clowns, der inzwischen eine große Kinderschar gezogen hat. Als Jonas mich kommen sieht, fragt er besorgt: Fertig, Mama? Oh nö, will noch bleiben. Also bleiben wir noch und ich stelle mich hinten zu den Müttern. Und wieder überkommt mich große Dankbarkeit für diesen Clown, der im richtigen Moment am richtigen Ort aufgetaucht ist und beiden von uns das gibt, was er jetzt braucht. Unterhaltung und Ablenkung für Jonas und Sicherheit für mich, dass Gott uns im Blick hat und die Situation im Griff. Eine Viertelstunde später verabschiedet sich der Clown. Und als die Gruppe sich auflöst und in verschiedene Richtungen auseinandergeht, bietet sich der Moment, ihn anzusprechen. Ich frage, ob er jeden Tag hier sei. Nein, ganz selten. Ab und zu mal mittwochs, aber noch nie auf dieser Station. Zufall? Nein. Für mich steht fest, dass wir gerade einem Engel mit Pappnase begegnen sind. Er sitzt nun direkt neben der Pommesbude auf dem Boden, im Schneidersitz.
bleibe auf Abstand und beobachte die Seelen. Drei Seelen in meiner Unterhose. Die eine schämt sich für das Verhalten des Kindes. Die andere ist stolz darauf, dass er für sein Problem so aktiv nach Lösungen sucht. Und die dritte könnte sich mal wieder wegschmeißen. Die Menschen gehen an Jonas vorbei, würdigen ihn keines Blickes. Niemand, nicht eine Person bleibt stehen und gibt Jonas Geld. Vielleicht verstehen sie auch gar nicht, dass es sich hier um einen Bettler handelt. Ja, um ein wissenschaftliches Experiment. Jonas selbst spricht auch niemanden an. Die meiste Zeit fixiert er nur seine ausgestreckten Hände. Inzwischen hat er nämlich die linke noch in die rechte gelegt. Gespannt darauf, ob sich bald klimpernde Münzen darin finden. Aber es tut sich nichts, rein gar nichts. Irgendwann wird Jonas dann zu blöd. Er steht auf, blickt sich suchend nach mir um, sieht mich und ruft von weitem: Mama, klapp's nicht, bebbeln. Kein Geld nicht, komm, geh aus. Schnappt ihn meine Hand, zieht mich in den Straßenbahn an die Stelle. In der Bahn zücken wir beide unsere Bücher und tauchen ab in andere Welten. Ich tue jedenfalls so und bin froh um die Möglichkeit, mich hinter meinem Buch verstecken zu können. In Wirklichkeit tobt in meinem Inneren das Gefühlschaos, wenn ich an das Gespräch mit Dr. Schuster denke. Ich muss mich zusammenreißen. Schlucke schwer. Nein, jetzt bloß nicht hier losfallen. Ich versuche es noch einmal mit Lesen. Aber meine Gedanken weigern sich, von mir abzulassen und kreisen immer wieder um die neue Hiobsbotschaft. Jonas entpuppt sich mal wieder als mein Retter und befreit mich aus dem Klauen des fürchterlichen Drachens, indem er plötzlich fragt: Mama, Uhr spät? Ich weiß die Uhrzeit nicht, habe kein Handy dabei und selbst auch keine Uhr an. Aber ich kann die auf dem Kopf stehenden Ziffern der Uhr erkennen, die der Mann vor mir gegenüber mahnte. Halb fünf, gebe ich zur Antwort. Hä? Woher weißt du? Fragt Jonas mich verblüfft. Ich deute auf die Uhr des Mannes, der das alles höchst amüsiert beobachtet. Mama, Jonas ist ganz entrüstet. Kennst man nicht fremd, oder? Und? Ich schaue nur auf seine Uhr. Verteidige ich mich. Nein, darf nicht, Mama. Meine Uhr schauen. Ich weiß ja, dass Jonas seine geliebte Armbanduhr im Rucksack dabei hat, der auf dem Boden steht. Dann schau doch selber nach, sag ich zu ihm. Nö, keine Lust nicht, Mann fragen. Und er wendet sich dem Herrn zu. Mann, Uhr spät bitte. Dieser lacht und antwortet freundlich, ob du es glaubst oder nicht. Es ist tatsächlich halb fünf, wie deine Mutter richtig erkannt hat. Jonas ist tief beeindruckt. Oh, du recht, Mama. Manett? Ich kann nicht anders. Du musst laut loslachen. Und der Herr ebenfalls. Jonas ist kurz verdutzt. Er hatte den Gag ja schließlich nicht eingeplant, freut sich aber wie immer darüber, gut anzukommen. Und er fasst die Situation und eigentlich sein ganzes Wesen in zwei Worten zusammen. Bin Knüller. Jetzt lacht das ganze Abteil. Ja, das kannst du doch sagen, setzt der Mann nach oben drauf. Dann am Ende glücklich in den Armen liegen, ja, dann ist es zwar ein schönes Happy End, aber doch
doch noch viel mehr der Anfang ihrer eigentlichen Beziehung. Denn jetzt geht's erst richtig los. Ach, jetzt wird's richtig spannend, wenn es heißt Alltag leben, Ehe, Beruf, Familie, Kinder bekommen, Kinder zu erziehen, sich den Belastungen zu stellen im Alter. Alles andere ist doch nur ein nettes Vorspiel. Aber eben eines mit Happy End. Ich mag Filme, in denen ich lachen und weinen kann. Ja, beides. Nur Klamauk, das ödet mich meist an und sagt mir nichts. Und ausschließlich Schmerz und Tränen, finde ich ganz schön anstrengend, auslaufend. Die Mischung macht's, wie im wirklichen Leben. Da wohnen Schmerz und Liebe, Lachen und Weinen, naja, ich glaube zu, bei mir besonders, Gesundsein und Krankheit, Tod und Leben doch auch ganz nah beieinander. Sie sind oft ineinander verflochten und geben einander erst den eigentlichen Sinn. Keines gibt es ohne das andere. Was wäre mir das Leben wert auf der Sonnenseite, wenn ich überhaupt nicht wüsste, dass es auch Schein gibt? Ich weiß nicht, wie diese Geschichte weitergeht. Happy End? Man könnte meinen, dass es keines ist, aber trotz all der vielen Turbulenzen, die mich heftig durchgewirbelt haben, bin ich im Moment auf fast schon unheimliche Weise gelassen. Ich bin fasziniert, dass es möglich ist, ruhig zu sein, ja, abzuwarten und Tee zu trinken. Gott macht es möglich. Er schenkt mir diesen Frieden, diese Ruhe und diese Gelassenheit. Bei allem, was er mir auch zumutet, oder besser zutraut, er lässt mich tatsächlich nicht im Stich. Gott zeigt mir seine Nähe. Er gibt mir Kraft für den nächsten Schritt. Tja, und so will ich weitergehen. In eine ungewisse Zukunft. Aber an der Hand eines wunderbaren Gottes. Wir kommen jetzt auch zum Schluss, Happy End. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt noch was Gemeinsames machen. Das ist ja so ein interaktiver Abend gewesen. Und jetzt ganz zum Schluss wollen wir ein Lied auch noch gemeinsam gestalten. Die Annette wird da ein paar Bewegungen mit euch und uns machen. Und ich möchte ein Lied singen, Lina Mi. Auch passend zu dem, was Domi jetzt am Schluss auch noch vorgelesen hat, dass es gut ist, man hat wirklich eine Schulter, an der man sich anlehnen kann. Und welche Schulter ist größer als die von unserem Gott, Lina Mi? Und ich möchte euch jetzt bitten, mal den Rhythmus zu schnipsen, das muss ich mal gerade hingehen. Okay, einmal so. Genau, wunderbar. Und jetzt gleich noch aufstehen dazu, weil wir ein paar Bewegungen machen, ihr dürft dran. Jawohl, das klappt schon wunderbar. Dann können wir losstarten. Sometimes in our lives,
verschiedene Facetten der Kunst. Inspiriert wurde unser Auge, unser Ohr, der Geschmack. Für das Gefühl hat hoffentlich Ihr Partner Ihrer Seite gesorgt. Der Richtige. Und die Nase fehlt noch. Vielleicht kann alles so in Summe wie ein guter Duft in der Nase hängen bleiben, den Sie heute mit nach Hause nehmen. Ja, ich darf Sie noch herzlich einladen, zu bleiben, die Künstler etwas kennenzulernen, vielleicht noch mal ein bisschen an den Tischen zu schmökern. Wenn Ihnen das gefallen hat, die Poesie, die Bilder, die Musik, dann sind das auch Dinge, die Sie käuflich tatsächlich erwerben können. Dieser Abend ist einfach ein Geschenk von Künstlern an Sie. Und das können Sie einfach als Geschenk annehmen, heute nach Hause gehen und sagen, es war schön. Aber wenn Sie das finanziell unterstützen möchten, denn manche Künstler leben auch davon, dann haben Sie dafür die Möglichkeit, ganz hinten auf der rechten Seite steht ein junger Mann, der jetzt den Arm hochhebt. Genau. Da ist eine Holzkiste, da können Sie tatsächlich finanziell etwas, wie gesagt, bei der Wasser könnte Geldscheine reinschmeißen und damit finanziell unterstützen. Gut, und dann möchte ich noch einen ganz besonderen Dank an all diejenigen richten, die das Ganze technisch unterstützt haben und auch kulinarisch mitgetragen haben. Sie glauben gar nicht, was hier kommt. Wenn Sie da was draufschreiben möchten, sind wir offen und freuen uns über Feedback. Einen schönen Abend noch.